durchgezogen und es hat funktioniert. Ja, und genau das muss man machen. Einfach mal durchziehen. Oh ja. Und sich auch mal rantrauen. Na gut, ein bisschen Schwund ist immer, ne, bei den Schwämmen. Ich versuch keinen zu verlieren, aber manchmal ist einer weg einfach. Ja, gut, das ist halt die andere Sache. Muss man manchmal genau kannst aufpassen. Du nichts machen. Das ist auch ganz nice, jetzt einfach zu besitzen. Jetzt kommt was krasses. Seid ihr ready, Zuschauer? Ne, das wird noch krasser. Guckt euch mal diesen Jump an. Das können nur die wenigsten, aber ich mach das ja schon ein bisschen länger hauptberuflich. Das kann man echt sagen, du bist auch mit hauptberuflich Minecraft-Spieler jetzt. Ja, das sieht man auch an den Skills. Oh mein Gott. Also das, was ich gerade gemacht habe, so schneiden wir bitte raus, das war nicht so gut. Nö. Guck mal, es ist alles weg. Siehst du, wie das Wasser verschwindet? Sobald da oben das Wasser weg ist, wird hier unten auch alles Wasser weg sein. Deswegen macht es gar keinen Sinn, das zuzumachen, Max. Aber wer hat denn das wieder aufgemacht? Ich kann doch unter Wasser nicht bauen. Du? Ja, ich hab das aufgemacht. Ach, du weißt doch, dass ich unter Wasser nicht bauen kann. Nö, weiß ich nicht. Ich hab doch den Fluch. Das Fluch der Bindung. Ja, Max, ich komm komplett weg. Ich hab grad ein Problem, ich habe keinen Sand. Nicht gut. Sand müssen wir doch langsam mal genug haben eigentlich. Sag mal, wie craftet man eigentlich eine Schalker-Box? Wie du eine normale Kiste nimmst und dann oben eine Schalker-Shell hinpackst, unten eine Schalker-Shell hinpackst, im Crafting-Inventar und dann kommt dann eine Schalker-Box raus. Sind die selten oder kann man die leicht machen? Aber du weißt ja noch die, diese Würfeldinger am End, vielleicht noch irgendwann von letztes Jahr, die so zum Schweben gebracht haben. Die droppen die halt. Aber du kannst auch, wenn du eine Schalkerbox... Wie lange, wenn du jetzt aktiv für eine Schalkerbox farmen würdest, wie lange würde man dafür circa brauchen? Ungefähr eine Minute, weil du gehst einfach in den Shopping District und kaufst dir einen im Shop von JB. Ach, alright. Ich glaube 9 Dias pro Stück oder so. Geht ja, das ist ein fairer Preis. 9 ja, Dias? Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Schalker-Shell, weiß ich nicht, verlierst, vergisst oder irgendwie weißt nicht, wo du sie abgelegt hast oder aus irgendeinem Grund ist die weg, ist das sozusagen, würdest du 9 Dias verlieren. Naja, wie willst du denn deine Kiste verlieren oder so, die ganze Zeit mitschleppst? Das ist nicht gut. Es gibt schon so einige Möglichkeiten, wie man seine Schalker-Box verlieren kann. Wie viel hast du schon verloren? Also immer ist doch immer ein bisschen Schwund, oder nicht? Hast du noch nie eine Schalker-Box verloren? Nee. Was machst du denn hier für einen Scheiß? Wer war das denn? Aua! Aua, meine Nase. Matra, Alter. So du schnaufst hoch und sagst Aua, weil du Schnupfen hast. Was denn? Aua. Aua, meine Nase. Oh. Kann das bitte jemand klippen? Oh, Aua, meine Nase. Ja, dann reicht's auch. Dann geh schnell auf, Matra. Ich kotze halt insane krass. Weil Reapers Decken so niedrig sind, das ist echt blöd. Lass meine Bude in Ruhe, jo. Wie vorgestern auch gesagt. Schade, ich wollte nämlich mal hören, was er dazu sagt, dass sein... Hab ich im Discord gesehen? Hast du gesehen? Zeppich-Duper sind nämlich ab sofort verboten. Ja, es ist literally genau so, wie ich gesagt hatte. Und... Aber das ist ein komplett demokratischer Aspekt gewesen. Da muss ich halt eine Alternative suchen. Fertig. Reaper, ich hab dir mega nice Nether-Tor in deine Base reingebaut. Nein, warum machst du das? Wieso? Reiß das ab, what the fuck? Bist du bescheuert? Max, bist du bescheuert? Max, ich hab gesagt, du sollst nicht bauen. Hat ihr einfach die Nether gehabt? Du haust dir mit der Pizza ins Maul gerade. Ganz vorsichtig. Und kontrolliert. Ich bräuchte mal die Nether-Hub-Koordinaten. Ich bräuchte mal die Koordinaten von dem Discord-Server, wo du die Schnauze hältst. Okay, dann lass uns beide schaufeln, Rumata, weil zu zweit kommt man schneller voran. Du musst mir versprechen, dass du die Schnauze hältst, während wir schaufeln. Was ist das denn für ein Scheiß? Das ist... Okay, ja, wir können machen. Ich habe ein bisschen meine eigenen Burg weitergebaut. Poppy? Hä? Ich habe gesagt, du sollst die Schnauze halten. Was machen wir denn jetzt? Ach, das sind Blumen. So, ja. Max, ne? Mhm. Angenommen, ich würde jetzt auch irgendwo...
eine Bienenfarm bauen und würde sogar beisteuern. Ja. Was wäre dann? Oh, Matra, hier kommt Wasser raus. Ist das schlimm? Da kommen. Warum nein? Mann, du musst doch die Decke höher machen. Wer ist denn so schlecht? Du hast doch sonst nicht so schlecht Minecraft gespielt. Ist doch klar, dass da Wasser rauskommt. Digga, du ballerst dir doch übelst den Schädel hier. Du kannst doch nicht hier. Was ist das denn? Ich komme hier nicht runter. Dann müssen wir es anders machen. Ich lass ihn anschießen. Ha! Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Get wrecked, Skelett. Alter, was für ein epischer Feind. Die sind so dumm. Die sind so dumm. What? Das Scheiß-Skelett gewinnt? Gegen den Wüstenzombie? Was ist das denn für ein... Okay, noch ein Wüstenzombie. Ja, jetzt geht's los. Oh, noch ein Skelett? Was geht denn? Okay, Zombie, du holst dir das Skelett. Ich hol mir den hier. Hol ihn dir. Komm schon. Digga, der kitet den übel krass. What? Der hat zwei getötet? Okay, den dritten packt er nicht. Let's go. Hol ihn dir. Boom. Das war einer der epischsten Minecraft-Kämpfe, die ich je gesehen habe. Steht immer an, ey. Wie wenig sind denn das? Das ist doch nicht mal Massentierhaltung, was wir haben. Das ist ja richtig artgerecht schon. Wir bauen den Honiggolem. Komme, was wolle. Einzige Bedingung ist, dass wir die Bienen nicht artgerecht halten. Das finde ich scheiße, dass jetzt hier so, dass das nur so wenige sind. Die müssen viel heftiger zusammengefercht werden. Wir brauchen eine scheiß Peitsche oder sowas, dass die den Honig schneller produzieren, weißt du? Jo, wieso ist hier die Tür auf? Hä? Wieso ist hier keine Tür? Gibt's keinen anderen Weg, Sand? Was machst du denn, Rumatra? What the fuck? Was denn? Alle Bienen sind raus. Hier ist keine Tür. Wo? Ach, Digga, das kann ich. Das fasse ich nicht. Hä? Gut. Ja, freu dich dann ganz doll. Wenn du die geguckt hast, bist du wieder gesund. Gute Besserung. Meine Fresse, Rumatra, ich unterhalte mich. Kannst du mal einfach aufhören? Du darfst niemals krank sein, Chaos. Krank sein ist verboten. Hallo, Golem. Alter, geiler Typ. Wir haben gerade von dir geredet. Wir haben ein Ranking aufgestellt. Wer Lifetime gesehen mir am heftigsten den Arsch gekrochen ist in all der Zeit. Mhm. Und welchen Platz habe ich gemacht? Den ersten. Was? Müssen wir jetzt gratulieren? Wie entsetzt, Alter. Man kann denn? Nicht hier zu leicht franken als Gutschrobe. Keine, wir haben nicht so ein Ranking gemacht, du bist auch nicht Platz 1. Wie entsetzt der was? Eine wichtige Sache noch, Max. Das hier vorne, das ist ein Wertstoffhof. Das ist keine Erzquelle zum Abbauen, ja? Abbauen. 100 auch nicht, Dias. Auch nicht einen Block. Nochmal was, bitte? Was? Nochmal was, bitte? 100 Dias. Digga. Soll ich dir diesen Berg hier verkaufen? Wie viel kostet der Berg? Oh, Martha, wir müssen den Berg kaufen. Spark, 200 Diamanten für den ganzen Berg. Bist du dumm? Deal. Was ist das dumm? Alter, der Dummkopf gibt wieder Geld aus. Hol dir diesen ganzen Berg. Nee, warte, stopp. Ich muss ganz kurz mit Rumatra besprechen. Rumatra, wie viel verlangen wir? Was ist das können wir geben? Ich hab angenommen. Handschlag. 150, hey, gar kein Handschlag war hier. Ich könnte dir 20 Dia-Blöcke geben. Ja, 20 Dia-Blöcke, das ist ja schon wieder, noch mehr als 150 Diamanten. Also habe ich auch nichts gegen. Nee, dann, Scheiße, Max, du weißt gar nicht, wie man verhandelt. Du bist wirklich dumm. Das ist so krass, du bist einfach dumm. Nicht so schlau. Okay, letztes finales Angebot. 2 Stacks Dias, so. Das ist nicht gut.